Herzlich willkommen im Chaos und herzlich willkommen zum Umzug Tag 2. Der beginnt heute bei uns zu Hause. Wir räumen soweit jetzt wirklich alles ein. Ich bin dabei, Emils Spielzeug zu sortieren in die ganzen Kisten. Heute kommt ein Freund von Franz und hilft uns mit. Dann haben sie auch einen Transporter. Dann werden also die ganzen Kisten, was jetzt solche Umzugskisten und sowas sind, schon rüber in die Wohnung geholt. Und es bleiben eigentlich nur die großen Möbel noch hier. Die kommen dann erst am Montag weg. Ja, das wird jetzt noch eine Menge Arbeit sein. Und deswegen mache ich mich mal ran. Diese Kartons sind jetzt schon alle gepackt. Natürlich nicht alle nur heute Vormittag, sondern schon über die Tage verteilt. Die stehen jetzt in Emils Zimmer hier. Ja, hier ist auch noch ein ganz großes Chaos. So ist das nun mal, wenn man umzieht. Und ja, hier sind noch genügend Kartons zum Weiterverpacken. Und jetzt geht's erstmal weiter. So, wir haben immer noch Tag 2. Es ist jetzt Mittag, also so 11:30 rum wird es sein. Wir haben ganz, ganz viel geschafft hier in der neuen Wohnung. Franz ist ja mit einem Freund da. Ein Freund von Franz ist da und hilft. Und ja, wir sind wirklich gut vorangekommen jetzt. Und zwar stehen wir jetzt im Wohnzimmer. Und, Moment, das komplette Wohnzimmer ist gestrichen. Jetzt könnt ihr auch sehen, dass das gar nicht mal so dunkel ist, dass es eigentlich schön hell ist. Und ja, also die haben jetzt noch diese Wand geschafft und diese Wand nur in ganz kurzer Zeit. Und wir sind sehr zufrieden. Hier oben kommen noch dunkelbraune Quadrate dran und hier auch. Weil dort wird dann der Esstisch stehen, hier unten. Und hier wird das Sofa dann stehen und da sollen auch Quadrate drüber. Ja, und jetzt gehen wir nochmal ins Kinderzimmer. Da habe ich gewerkelt. Es wird euch sicherlich gleich auffallen. Da hinten ist nämlich jetzt eine kleine Wiese. Da sollte ja eigentlich gestern schon das Wandtattoo hin. Leider hatten wir aber keine Schere mit und deswegen konnte ich nicht anfangen. War auch gut, so weil über Nacht habe ich mir dann gedacht, machen wir einfach eine Wiese und an die Wiese kommt dann der Baum. Ja, da werde ich das dann noch ein bisschen zurechtschneiden. Die ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber wir müssen jetzt erstmal zurück in die alte Wohnung fahren, um die ganzen Kartons zu holen, denn in einer Stunde hat Franz den Transporter gemietet und da soll dann alles pünktlich fertig sein. Und deswegen mache ich mich jetzt auch mal los. Hier ist übrigens jetzt auch das Klebeband alles ab. Und es ist eigentlich ein richtig schönes Gelb-Grün, aber man erkennt es leider durch die Kamera nicht so gut. Ja, aber uns gefällt das alles sehr, sehr gut. So, jetzt ist es 3:30 nachmittags. Wir sind jetzt erstmal fertig, weil wir noch weg wollen. Und ich zeige euch, was wir heute geschafft haben. Hier sind jetzt schon mal die richtigen Kisten für das Kinderzimmer. Und da steht jetzt auch erstmal das Bücherregal. Wir müssen gucken, ob wir das in Emils Zimmer oder in den Flur stellen. Ich bin hier mit meinem Meisterwerk fertig geworden. Und hätte niemals gedacht, dass es so viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt. Also wirklich den ganzen Tag jetzt habe ich da dran gepinselt. Da müssen dann jetzt hier noch solche kleinen Bleistiftlinien dabei gradiert werden. Aber ansonsten, ja,
kann dann morgen, übermorgen das Wandtattoo hin. Morgen sind wir ja leider nicht da, deswegen muss das erstmal stillstehen. Emi ist heute auch mit hier. Was hast du da? Eine kleine Wiese. Und Pinsel, ne? Viele Pinsel. Ich glaube, Emi wird sich hier wohlfühlen. Ja, hier ist dann das Bad. Da sind also auch schon die zwei Badkisten. Hier haben wir schon unser Molga-Regal stehen. Das müssen wir nochmal komplett putzen. Und ja, das ist also hier soweit. In der Küche hat sich gar nichts getan. Das Wohnzimmer, habt ihr ja gesehen, ist fertig gestrichen. Da steht jetzt auch schon ein Teil von unserer Schrankwand. Und das sieht richtig gut aus in Verbindung. Ja, mit der gelben Farbe. Emil spielt. Und hier werden noch die letzten Reste vom Klebeband entfernt. Ja! Ja! Und da auch die passenden Kisten fürs Wohnzimmer. Und dann haben wir hier jetzt hochgeholt sämtliche Möbel, die schon hier sind, die neu sind. Das heißt eine Kommode, die fürs Schlafzimmer dorthin soll in die Ecke. Dann ist das noch, Moment, lass mich kurz überlegen. Ach ja, das sind noch die Stühle für den, vier Stühle für den Esstisch und der Esstisch. Da haben wir unseren Drucker. Hui! Und das ist dann die Kommode, ja. Ansonsten auch nichts weiter. Aber das Schleppen hat viel Zeit und Arbeit in Anspruch genommen. Gott sei Dank hatten wir einen fleißigen Helfer. Und damit, Moment, so, jetzt haben wir besseres Licht. Und damit war es das jetzt erstmal mit Tag 2. Morgen, wie gesagt, haben wir Jugendweihe und Silberhochzeit. Da können wir gar nichts machen. Sonntag können wir auch nur wenig machen. Das ist ja Ruhetag, wollen wir uns auch nicht gleich unbeliebt machen. Aber da werden wir dann zu Hause noch ein bisschen was umpacken, ein bisschen was einpacken. Und am Montag geht es dann nochmal richtig an die Sache. Da kommt dann Franz, sein Bruder, mit dem riesengroßen Transporter und die ganzen Möbel kommen hier rüber und werden aufgebaut. Und dann werden wir richtige Fortschritte sehen. Und bis dahin, bis dann, ciao. Gerade habe ich geschwindelt, in der Küche hat sich doch was getan. Es gibt einen Karton, da haben wir schon mal die ganzen Formen und sowas reingetan, Auflaufformen und sowas. Und dann haben wir eigentlich auch noch eine Kiste mit meinem Backform, aber die ist jetzt erstmal noch unten. Und haben hier so einen Mini-Geschirrspüler. Der ist super praktisch und den werden wir dann hier wieder anschließen, bis wir dann unsere neue Küche und einen großen Geschirrspüler haben.